ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittliga-Heimspiel gegen SV Waldhof Mannheim. Die Partie endete 1:1 unentschieden vor 7.381 Zuschauern. Wir grüßen natürlich auch unseren Gästetrainer Bernd Travis und unseren Cheftrainer David Bergner. Ja, bei uns gehört natürlich auch den Gästen das erste Wort. Ihre Einschätzung zum Spiel, bitte. Ja, ich glaube, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben in der ersten, in der zweiten oder dritten Chance gleich 200%ige Chancen gehabt, wo du im Grunde das Tor schon machen musst. Modeville macht dann das Tor. Ich finde, in der ersten Halbzeit haben wir es so ein bisschen kontrolliert, das Spiel, haben natürlich schon die eine oder andere Standard zugelassen, haben aber so wirklich jetzt keine Chance, ich sag mal, des Gegners zugelassen. Fand ich, die ging schon an uns. Später können wir sogar, kurz vor der Halbzeit, haben wir nochmal eine gute Möglichkeit über Deville, wo wir das Tor machen können. Zweite Halbzeit, muss ich sagen, war mir zu passiv. Natürlich auch Chemnitz viel aktiver wie wir, wo wir dann auch unnötig unter Druck geraten sind. Aber vielleicht konnten wir es auch nicht besser spielen, weil Chemnitz, ich sag mal, dann schon den Stempel aufgedrückt hat, dann mit 7-1 Ecken sich dann auch über eine Standard belohnt hat zum 1-1. Für uns natürlich schade, für die Heimmannschaft natürlich toll, dass sie da, ich sag mal, den Ausgleich geschossen haben. Ja, bei uns hast du schon gesehen, dass der eine oder andere frische Spieler dann einfach fehlt, dass wir hinten raus, ich sag mal, ganz gern noch mal ein bisschen mehr Power gehabt hätten. Wir haben noch eine gute Möglichkeit mit Koffi gehabt, die Kopfballmöglichkeit, und dann die Chance wo wir 4-2 laufen im Konter. Also es waren da auch noch Möglichkeiten da, aber insgesamt war natürlich in der ersten Halbzeit das Spiel wesentlich besser von uns. In der zweiten Halbzeit hat Chemnitz mehr Druck gemacht, war viel besser im Spiel, und deshalb wahrscheinlich auch unterm Strich ist das Ergebnis gerecht. Dankeschön. Vielen Dank auch Ihnen. David, deine Einschätzung zum Spiel, bitte. Ja, ich denke, was der Bernhard gesagt hat, muss man nicht viel hinzufügen. Ich denke, erste Halbzeit waren wir fast nicht auf dem Platz. Wir wollten einfach deutlich aggressiver auftreten. Wir waren schon sehr irritiert, dass der Gegner das gemacht hat, was in der dritten Liga ganz, ganz wichtig ist, dass man gut und gerne gegen den Ball läuft, dass man dann umschaltet. Und so fällt auch das 1-0, wobei ich sagen muss, an der ersten Minute, der Buber uns halt noch im Spiel, dann in der 22. Minute, wo das Tor fällt. Der Dorian Diering hat einen freien Fuß, wir fallen nicht, wir gucken nur zum Ball, im Rücken läuft der Gegner weg, macht das Tor. Da waren wir sehr angenockt. Das Beste in dieser ersten Halbzeit war, dass es nur 0-1 stand. Wir haben in der Halbzeit ein Stück weit was verändert, einfach auch angesprochen, dass wir jetzt angekommen sind, dass es jetzt losging in der dritten Liga. Das hat man gemerkt. Von der ersten Sekunde an, der zweiten Halbzeit, haben wir versucht, deutlich aggressiver in die Zweikämpfe zu gehen, und hatten dann eine Serie von Ecken und Standardsituationen, wo wir auch glücklicherweise das Tor machen. Am Ende des Tages haben wir vielleicht mal eine Umschaltmöglichkeit vom Tarsis Bonga, wo wir vielleicht ein bisschen mit mehr Mut einfach noch weiter in den Strafraum reingehen kann. Während Bosic hat auch noch eine Möglichkeit, wo er meines Erachtens noch zu früh abschließt. Und dann hast du immer noch ein bisschen die Angst, dass du nochmal in den Konter läufst. Da war so eine Situation, die wir dann glücklicherweise heil überstanden haben. Aber am Ende des Tages nehmen wir den Punkt mit, haben ein vernünftiges Heimdebüt gehabt vor knapp 7.500 Zuschauern, und es macht deswegen nachher schon ein Stück Appetit auf mehr. Dankeschön. Danke, David. Jetzt die Möglichkeit für Sie und euch, Fragen zu stellen. Bitte ganz kurzes Handzeichen, Nennung des Mediums, für das Sie arbeiten, und dann kommt der Kollege auch mit dem Mikrofon vorbei. Sieht aber nicht so aus, als ob Fragen übrig sind. Wünsche ich erst natürlich auch seinen Gästen eine gute Heimreise zurück nach Mannheim. Wir sehen uns in Teilen hoffentlich nächste Woche Sonntag in Köln, und wünsche erstmal noch einen schönen Restwochenende. Tschüss.